Oh, wie heißen sie? Ein Axolotl. Fliegender Fell-Axolotl. Guten Tag. Ich heiße Palundras. Ich werde heute dein Arzt sein. Ich stehe dir zu Dienst. Bist du der Notfall? Oh, ich glaube es nicht. Was für ein riesiges, wunderschönes, flauschiges Ding du bist. Ja, die sind echt überall. Verzeihung? Oh, tut mir leid. Es ist nur, ich habe noch nie etwas wie dich gesehen. Versuche immer noch zu verstehen, dass das alles echt ist. Ich heiße Fren und bin ein Menschenmädchen. Der König hat mich hierher geschickt, um Arme und Beine zu kriegen, damit ich nach Hause gehen kann. Oh, ein Mensch. Ich glaube, wir können dir zu ein paar Armen und Beinen verhelfen. Aber dafür werden wir etwas weiter reisen müssen. Bist du bereit, die Pfoten des Biestes zu betreten? Welches Biest? Ich fürchte, ich bin das Biest. Los geht's. Hey. Wir sind angekommen. Oh, dieser Ort ist so schön, friedlich. Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Danke, das ist mein Zuhause. Hier wurde ich geboren. Der Geist des großen Volkers schaffen. Ja, er hat das reinste Wasser im Universum. Oh, das klingt toll. Wer ist der große Volkas? Alokas. Hast du noch nie etwas von den fünf Realitäten gehört? Er ist der König der ersten Realität. Vor langer Zeit befand er sich im Krieg mit der Dunkelheit. Und eines Tages ist er gestürzt. Sein Sturz war schrecklich. Sein Herz war gebrochen und er war ganz allein. Aber dann ist er zu Isterra gekommen. Und sein Blut hat dieses Wasser pink gefärbt. Deswegen ist es so rein. Das funktioniert nicht. Das ist eine sehr lange Geschichte. Wow, das klingt großartig. Ich meine, ich wusste gar nicht, dass es eine andere Realität gibt. Wie kommt es, dass du hier bist? Was hat dich nach Isterra geführt? Ein Katerchen und ich waren auf dem Heimweg. Ich war so froh, ihn wiederzusehen und ihn zu umarmen. Aber dann sind wir gefallen. Das große Monster, das mir folgt, ist schuld. Es hat die Brücke zerstört und will mich umbringen. Wer will dich um? Ist ja schrecklich. Darüber würde ich lieber nicht reden. Aber Sir Doktor, weißt du, warum ich zu einem Baum wurde? Ja, manchmal sind unsere Wünsche so stark, dass sie sich verwirklichen. Du hast das getan, dich selbst am Leben zu erhalten. Sieh es mal so. Ein menschlicher Körper war zerstört. Aber du wolltest weiterhin Friend bleiben. Du wolltest am Leben bleiben. Also hast du diese leere Höhle übernommen, um all deine kostbaren Erinnerungen zu machen. Es ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie ein Mensch einen Baum als Kokon benutzt. Aber dein Dasein hier ist gefährlich. Es macht unser Land verwundbar. Ich bin selbst dran schuld? Wow. Aber Palondras, Sir? Wie? Ich wusste gar nicht, dass ich etwas getan habe. Du wusstest nicht wirklich, was du getan hast. Stehe. Nun, als du nach Isterra gereist bist, hast du eine Tür zwischen deiner Realität und unserer geöffnet. Und durch diese offene Tür können auch andere unerwartete Kreaturen unsere Realität betreten. Wenn das geschieht, gerät alles aus dem Gleichgewicht. Es gibt nur einen, der die zwei Realitäten
giften würde. Das Monster. Die schreckliche Schwärze. Ich kann nicht zulassen, dass dies erneut geschieht. Das kann ich nicht. Sei nicht traurig, Doktor. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht tun. Oh, kleines Mädchen, du bist so nett. Du hast, du musst dich für nichts entschuldigen. Ich glaube, du bist ganz besonders. Aber konzentrieren wir uns auf deine Arme und Beine, in Ordnung? Ja, Doktor? Soldat der Sonne, Geist des Wassers. Gib Fren ihre Arme und Beine. Wie fühlst du dich, Fren, aus Istera? Wow, ich fühle mich wie ein wunderschöner Baum. Ich habe Blätter. Schön, dass es dir gefällt. Aber ich habe doch gesagt, dass ich es wieder gut machen könnte. Dieses Wasser ist magisch. Es kann alles gut machen. Alles? Glaubst du, es könnte meine Mama und meinen Papa wieder gesund machen? Was meinst du damit? Die gesund machen? Was stimmt mit ihnen nicht? Nichts, Doktor. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist der beste Doktor, den ich je hatte. Du bist flauschig und wunderschön. Ich hatte vorher einen anderen Doktor. Sein Name war Dr. Dran. Er war ein böser alter Mann. Alter Mann? Ich wette, so schlimm war er gar nicht. Vielleicht hat er nur die Regeln befolgt. Gehen wir jetzt. Ich bringe dich zum Bahnhof. Huchu! Charlie, die Blöblöblö! Hier sind wir wieder. Zeigt Zira, dem König, was für eine gute Itersianerin du geworden bist. Nochmals vielen Dank, Doktor. Eines Tages muss ich dir mein Katerchen vorstellen. Das wäre wunderbar. Bis bald. Auf Wiedersehen. Du flauschiges Katerchen. Das gefällt dir. Ahahaha. Hier bin ich. Ren, meine Liebe. Das Blätter auf deinem Kopf. Wie hübsch. Oh, lass mich dich ansehen. Was für eine großartige Intarsierin du geworden bist. Danke, König Sir. Der Arzt ist unglaublich. Er hat mit dem Wasser gezaubert. Aber er war traurig. Er hat mir viel erzählt. Aber ich habe nicht alles verstanden. Mach dir keine Sorgen. Alondras geht's gut. Ich weiß warum. Wir haben ein paar Probleme zu lösen. Aber darüber solltest du dir keine Sorgen machen. Besprechen wir, wie wir dich wieder nach Hause kriegen. Ordnung? Ja, bitte. Du hast etwas über einen großen Zauber gesagt. Ja, der große Zauberer ist der Einzige, der dir deinen Menschenkörper wiedergeben kann. Er hat die Steine, um die Tür zu öffnen, die dich nach Hause bringen wird. Wo ist der Zauberer? Welche Steine? Dieses Land ist voll mit Dingen, die ich nicht verstehe. Du warst noch nicht einmal außerhalb des Schlosses und willst bereits über alles Bescheid wissen? Das ist die Lebensfreude, die ich geweint habe. Immer mit der Ruhe, Fran. Der große Zauberer wohnt auf dem großen Berg Kotren. Aber wir haben ihn schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Finde ihn und dann wird sich alles zum Guten wenden. Warum hast du es nicht selbst versucht, den großen Zauberer zu finden? Ja, das müssen wir nicht, ist doch logisch. Wir brauchen keinen Zauberer. Magie zu wirken oder Zaubertränke zu brauen. Das können wir selbst.
wichtigste Aufgabe des Zauberers ist es, die Steine, die die Tür öffnen, zu bewachen. Ich verstehe. Die Steine sind also wie ein Schlüssel. Und wo ist dieser Berg, den du erwähnt hast? Du musst dich wohl umhören. Folge den Schildern. Ich muss jetzt los. Aber ich werde rechtzeitig zurückkommen, um dir bei der Tür zu helfen. Einen wunderschönen Istera-Tag und viel Glück beim Auffinden des großen Zauberers. Hui. Hätten Sie ihn nicht mit Doppel-B schreiben können? Wow. Hast du das riesige, flauschige Wesen gesehen, Katerchen? Das ist Palantras. Hat mich gesund gemacht. Ja, flauschig ist es auf jeden Fall. Oh, ich habe ganz vergessen. Hier ist dein Geldbeutel. Yay, Kohle. Danke, Katerchen. Hast du meine Tabletten irgendwo gesehen? Ich glaube nicht. Vielleicht sind sie auf der anderen Seite des Sees, neben deiner Kleidung. Wir haben eh was anderes zu tun. Wir müssen den Zauberer finden. Ja, der König hat etwas über einen Berg gesagt. Ja, Berg Kotrim. Da wo der große Zauberer. Auf geht's. Der Thron des Königs. Mich, obwohl gemütlich ist. Ich frage mich, warum Könige immer sitzen. Vielleicht ist das die einzige Wahrheit. König zu sein, musst du sitzen. Oh, diese Blumen sind riesig. Ich frage mich, ob sie gut schmecken. Es schmeckt wie Honig. Sie sehen lecker aus. Aber mir ist gerade nicht nach Essen. Ich will Hunger haben, wenn ich nach Hause komme. Ich will Hunger haben, wenn ich nach Hause komme, damit ich zu Abend essen kann. Ich weiß, dass Tante Grace Abendessen kochen wird, wenn ich wieder da bin. Oh, ich liebe Papierkreisel. Sie sind riesig. Ich frage mich, warum sie die hier haben. Vielleicht brauchen sie Wind, um zu zeigen, wie stark er ist. Oh, ich sehe viele Wolken. Sind das fliegende Boote? Aber wie? Vielleicht bilde ich mir die Sache aber auch nur ein. Ich werde mal einen Bonbon nachschieben. So. Geh doch erstmal die Treppe hoch. Gut, da war nichts mehr. Pinke Blumen. Könnt ihr sprechen? Huch, sieht nicht so aus. Nein, du kannst nicht hereinkommen. Es ist geschlossen. Oh, es ist geschlossen? Das wusste ich nicht. Was ist denn am Ende dieses Durchgangs? Und ja, die Bücherei natürlich, aber sie ist geschlossen. Komm im Herbst oder Winter wieder. Ist sie wieder geöffnet? Hey, bist du nicht der sprechende Baum, den ich Palantras zeigte? Ja, das bin ich. Palantras hat mir Arme und Beine gegeben. Ja, und ein Kopf noch dazu. Das ist sehr positiv. Ja. Warum ist die Bücherei geschlossen, Sir? Nun, es ist ja logisch. Wenn die Sonne den zweiten Mond von Istria umkreist, öffnen wir ihn. Erst dann kann das wahre Wissen erlernt werden. Und das geschieht nur im Herbst und Winter. Oh, im Sommer und Frühling lernt ihr also nichts? Natürlich lernen wir.
Wir lernen die ganze Zeit. Jetzt lerne ich gerade etwas, nämlich, dass du viele Fragen stellst. Naja, ich bin neugierig deswegen. In Estira ist alles so sieht alles so anders aus. Du kommst wohl nicht von hier. Nun gut, hoffentlich bis bald. Ja, danke, Sir. Wiedersehen. Oh, ich sehe viele Wolken. Aha, ich glaube, kleine Bienen würden diese Blumen lieben. Und ihnen ganz viele Küsschen geben. Das ist ein bisschen unheimlich, aber sehr schön. Es fühlt sich an, als könnte ich fliegen. Ich wünschte, Mama und Papa könnte Mama und Papa hierher bringen. Sie würden es lieben. Haben wir denn eigentlich das Buch?